Es gibt Bedrohungssituationen, in denen eine Panzerung mit bester Mobilität notwendig wird. Mercedes-Benz bietet seinen Kunden über 80 Jahre Erfahrung im Bereich der Fahrzeugpanzerung. Zur Familie der gepanzerten Flotte zählen E-Guard, S-Guard, Pullman Guard und G-Guard. Damit bietet Mercedes-Benz weltweit das breiteste Angebot an Fahrzeugen mit integriertem Schutz direkt ab Werk. Die Anforderungen an die Sonderschutzfahrzeuge sind sehr hoch. Deshalb werden sie in einem eigenständigen Produktionsprozess hergestellt und müssen eine ganze Reihe von Prüfungen bestehen. Unabhängige Behörden prüfen die ballistische Resistenz der Panzerung nach festgelegten Standards. Für zusätzliche Sicherheit sorgt auch eine speziell entwickelte Notlaufbereifung. Serienmäßig kam eine Notlaufbereifung erstmals am S-Guard vom Typ V140 zum Einsatz. Damals wurde, wie bei diesem S600, das Conti-Tire-System verbaut, kurz CTS genannt. Da das CTS-System von Continental nicht mehr gefertigt wird, müssen im Ersatzbedarf alle S-Guards vom Typ V140 auf das PAX-System von Michelin umgerüstet werden. Diese zeichnen sich durch eine hervorragende Notlaufeigenschaft aus. Möglich macht das ein zusätzlicher Stützring auf der Felge. Das PAX-Notlaufsystem ist die einzige freigegebene Bereifung für den aktuellen S-Guard. Die sondergeschützte E-Klasse hingegen fährt auf sogenannten MO-Extended-Notlaufreifen. Das System setzt auf eine verstärkte Seitenwand, sodass eine Weiterfahrt auch im drucklosen Zustand möglich ist. Die Notlaufbereifung gibt unseren Kunden ein Gefühl der Sicherheit. Ob mit oder ohne Luft, bleiben sie auf Kurs und bringen ihre Insassen aus Gefahrensituationen und sicher ans Ziel.